Aufgepasst und angeschnallt. Heute brettern wir 20 Minuten durch die Sammlung. Und was uns im Zuge dieser Fahrt begegnen wird, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, eines der beliebtesten Videos der Sammelkartencheck-Reihe war ja das Video, als wir 40 Minuten durch die Sammlung gegangen sind. 40 Minuten, Leute, das war lang. Und uns sind da einige schöne Sachen begegnet und die Schreie sind immer mal wieder, also ist etappenweise laut geworden, dass ich mal wieder so eine Folge machen soll. Ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt. 20 Minuten durch die Sammlung, also halb so lang wie beim letzten Mal. Und falls ihr mehr von meiner Sammlung sehen wollt, dann guckt mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zu meinem Instagram-Account. Genauso sieht's aus. Dort werden täglich mehrere Posts hochgeladen. Gestern und heute waren es so 5 bis 10, manchmal sind es aber auch 30 bis 40 Posts an einem Tag. Und da seht ihr wesentlich mehr, als ihr in diesem Format jemals sehen werdet, da diese Videos hier meistens relativ zeitaufwendig zu produzieren sind, was die Vorbereitung angeht. Und dementsprechend das auf Instagram eben wesentlich leichter geht. Zu dem, was wir hier sehen, ich sammle ja in Magnethaltern. Ich sammle jede Common in Magnethaltern, jede Rare, jede Super und ich will nicht hören, dass es sich ja gar nicht lohnt, weil die Magnethalter ja wesentlich teurer sind als die Karte selbst. Also solche Kommentare werden von mir einfach konsequent ignoriert. Ihr wisst, ich bin da ein bisschen eigen, ich schätze jede Karte wert und dementsprechend ja landet auch jede Karte bei mir in einem solchen Magnethalter, auch wenn ich weiß, dass es finanziell kompletter Dünnsinn ist. Ja, ist mir bewusst. Ich bin eigen, aber nicht behindert. Also, wir schauen uns das mal an. Insgesamt habe ich habe erst vor einem halben Jahr angefangen, diese Sachen umzustellen und dementsprechend habe ich erst 6 solche Boxen voll. Die werden wir heute eh nicht schaffen. Es ist halt so, dass es auch zeitweise der Fall ist, dass diese Magnethalter ausverkauft sind. War jetzt auch ein sehr, sehr langer Zeitraum so. Ein Shop hat es jetzt wieder, beziehungsweise 2 Shops, Get to the Games leider nicht. Und dementsprechend habe ich auch lange Durststrecken, wo ich mir keine kaufen kann. Normalerweise kaufe ich mir im Monat so zwischen 20 und 40 Stück, was 40 bis 80 Euro kostet. Also die sind nicht billig. Jetzt wollen wir mal durchstarten. Die 20 Minuten beginnen ab jetzt. Und wir fangen an mit Drollbird. Drollbird hatten wir auch schon in einer Karte Yu-Gi-Oh! Expensive Legacy aus WP11, dem World Championship Promo Pack 2011. Da gab es 2 Versionen. In einer Version gab es nur Rares, in der anderen eben nur Super Rares und immer 2 Karten pro Booster. KMS 2 gehört auch dazu, auch aus WP11. Das Traurige an diesen Karten ist, dass sie halt wirklich in einer sehr schlechten Qualität gedruckt worden sind damals. Das bedeutet, die tatsächlich in jemand herzubekommen, ist relativ schwierig. Drollbird hier habe ich tatsächlich selbst gezogen. Dementsprechend natürlich nehmend. Hier bei K-Maze sieht man hier dieses leichte Silvering. Diese Karte kam schon so aus dem Booster raus. Das ist halt wirklich hammerhart im traurigen Sinne. Ist aber trotzdem Teil der Sammlung. Ich habe tatsächlich auch erst einen davon. Und dementsprechend dieses leichte Silvering, da drücke ich mal beide Hühneraugen zu. Ja, weiter geht's mit dem normalen K-Maze, der vom Zustand her ein bisschen besser ist. Wir haben auch hier oben leichtes Silvering, wie man sieht. Und wie bereits gesagt, das ist halt, ihr kennt ja diese Structure Deck Qualität von damals, ne? Hier dieses Dark World Structure Deck zum Beispiel, ja? Oder dieses doppelte Structure Deck, wo quasi 2 halbe Decks in einem waren und so, wo halt die Karten schon mit silbernem Rand rauskamen. Das ist halt sehr traurig, dass ausgerechnet bei dem Set da so gespart worden ist damals. Dann haben wir Garuzes, der ist wenigstens komplett Nirmint, sehr, sehr cool. Ich habe auch mittlerweile die teuerste Karte aus dem Set, das ist der Alligator-Schwertkämpfer, auch komplett Nirmint, der geht glaube ich 180 Euro oder so. Aber auch Garuzes ist nicht von schlechten Eltern, auch den hatten wir schon in einer Folge Yu-Gi-Oh! Expensive Legacy. Schauen wir mal, was wir hier noch alles drin haben. Ich meine, ich weiß es ja, speziell mit diesen Karten beschäftige ich mich sehr, sehr viel. Wir haben hier Call of the Grave, eine von, oh Gott, wie viel besitze ich da jetzt mittlerweile? Ich glaube 5 oder so. War mal sehr, sehr teuer bei 80 Euro, ist aber nach dem Legendary Kyber Reprint and Secret Rare relativ stark abgestürzt. Dann haben wir hier den Luminous Soldier. Das ist tatsächlich das Exemplar, das wir selbst im Tournament Pack 5 Opening gezogen haben. Ich glaube, das war das erste Opening, das es auf meinem Kanal gab. Denn das Format Openings, auch wenn es mittlerweile relativ viele
hier gibt, ist noch gar nicht so alt. Und dass es dieses Format überhaupt auf meinem Kanal gibt, ist der Tatsache geschuldet, dass viele einfach Opening-Formate haben wollten und mich darum gebeten haben. Also habe ich es eingeführt, wenn auch etwas extravaganter als vielleicht anderswo. Auf jeden Fall Luminous Soldier sehr schön und viel zu billig dafür, dass er so selten ist. Ich glaube 20 Euro oder was der geht. Dann haben wir Instant Fusion in Ultimate Rare aus dem OP4. Tragödia aus dem Turbo Pack 4 haben wir auch ein Opening gemacht. Die wollte ich unbedingt ziehen, aber habe sie leider nicht bekommen. Tragödia ist eine saucoole Karte. Ich liebe diese Karte ohne Ende. Auch aus der Jump sehr, sehr schön. Aus der Jump allerdings gar nichts wert. Hier schon einiges. Ich glaube auch 30 Euro oder so. Dann haben wir Speedroid Terratop. War damals schon als Super Rare ein 10er wert. Mittlerweile nicht mehr. Aber die Ultimate Rare geht natürlich auch einiges. Wir haben ja erst letztens OP3 aufgemacht und haben sie auch tatsächlich einmal gezogen. Das ist allerdings nicht dieses Exemplar. Normalerweise ist es so, wenn ich mir diese Magnethalter kaufe, tue ich immer 9er-Sets einsortieren. Dann bleiben jeweils 2 Stück übrig von der 20er Reihe. Das heißt, wenn ich 40 Stück kaufe, kommen dann noch 4 Karten durcheinander rein. Ich mache es aber auch ab und zu so, dass ich einfach in jeden Toploader eine andere Karte reinhaue. Einfach, dass wenn ich mal was hier durchschauen möchte, dass ich ein bisschen Abwechslung habe. Weil ihr wisst, ich beschäftige mich sehr, sehr gerne mit meinen Karten und lasse sie halt nicht einfach nur ungesehen liegen. Sozusagen in ihre Box verstaubend. Und wenn ich dann halt, ich meine, 9x Chaos Imperator Drachen Secret ist zwar eine schöne Sache, aber wenn man das dann zum 10. Mal durchblättert, wird es dann doch irgendwann langweilig. Dementsprechend habe ich auch, wie hier zum Beispiel, also das, was ihr hier seht, ist zum Beispiel eine dieser Fälle, wo ich halt einfach immer eine Karte in den Doppelorder gehauen habe. Ja, dann haben wir hier die teuflische Kette dreimal. Ein Ultimate Rare, die extrem billig ist, ich glaube 8 Euro oder was sie geht. Dann haben wir sie noch zweimal. Dann, ja, wie ihr seht, auch totale Billo-Karten, wie zum Beispiel Pular Wind des Yang Xing, sind hier drin. Ich meine, es gibt ja tatsächlich einige Karten von diesem Yang Xing-Thema, die gut aussehen. Speziell die Synchro-Monster. Pulau gehört allerdings nicht dazu. Ich finde einfach, dass die Karte komplett misslungen ist vom Design. Aber sie ist halt auch Teil der Sammlung aufgrund der Ausstellung und dementsprechend auch ein verdienter Platz in meinem Magnethalter. Dann aus dem McDonald's Pack Tacriminos, der auch später einen Reprint in den Legendary Collections bekommen hat. Ich glaube, Yugi's oder Joey's World muss es gewesen sein. Auch eine sehr, sehr schöne Karte. Dann haben wir Goddess of Wim. Jetzt haben wir hier genau das ganze McDonald's Pack Zeug. Habe ich auch wesentlich mehr. Also ich habe jetzt noch nicht alle drin. Ich habe hier, glaube ich, 2 oder 3 Millennium Schilde drin von insgesamt 7 oder 8, die ich besitze. Millennium Schild auch eine sehr coole Karte gewesen. Habe ich damals relativ günstig bekommen. Meine waren so für 10, 15 Euro zu haben. Ich glaube 17 war die teuerste, die ich bezahlt habe. Mittlerweile natürlich astronomisch gestiegen. Goddess of Wim hier auch nochmal sehr cool, wobei natürlich nichts wert. Ich weiß gar nicht, in Ultra Rare gibt es die auch aus Japan. Und ich glaube, die wurde nicht mal so stark zensiert. Ich habe letztens mal danach geguckt und nichts gesehen. Dann hier sehr cool, Green Kappa. Kennen wir als Kamen, ist hier Super Rare. Auch wenn man es hier gerade irgendwie nicht sieht, weil das Licht einfach zu weich ist. Aus HL1. Hobby League muss das sein oder irgendwie so. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Die Karte war irgendwann mal in der Sammlung dabei und ich habe erst ein Exemplar davon. Ich habe mal auf Market nachgeguckt, die geht nichts, die geht bloß ein paar Cent, aber man sieht sie tatsächlich relativ selten. Dann haben wir magische Steinausgrabungen in Ultra Rare. Auch eine sehr coole Karte aus dem Champion Pack 2. Dann haben wir hinten noch 2 Karten, die da rumlungern. Einmal Wave Motion Cannon und Grabwächters Attentäter. So, dann kommen wir noch zu denen hier. Hier Pirate Dragon, eine Kamen aus dem Tournament Pack 2, die teuerste Kamen damals. Vor ihrem Reprint gab es die ja nur aus dem Tournament Pack 2 und als WP11-Promo, glaube ich auch, als Super Rare. Und da ging sie in Kamen fast ein Huni eine Weile lang. Und nach dem Reprint in der Legendary Collection Kaiba, wo sie halt als Ultra Rare rauskam, ist sie richtig in den Keller auf 50 und dann auf 30 runter. Aber für eine Kamen trotzdem noch extrem wertvoll. Elfenlicht war mal 4 Euro wert, keine Ahnung, wie viel die jetzt noch wert ist oder wie viel die jetzt noch geht, kann ich nicht sagen, habe ich schon ewig nicht mehr nachgesehen. Elemental Chaos Neos, einer von 5 oder 6, die ich besitze. Ich habe auch den Misprint, wo Regenbogendrache oben dran steht. Der ist ja natürlich um einiges mehr wert. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte in Ghost Rare, extrem nice. Hier haben wir jetzt noch den Metal Guardian aus dem McDonald's Pack 2, der tatsächlich mal 16 Euro ging, mittlerweile auch wesentlich weniger, auch nur ein paar Euro. Aber richtig cool war das, ja, das weiß ich noch. Hat mich echt gefreut, dass der damals so viel ging. Ich habe
nur mal aus Spaß nachgeguckt, das mache ich ab und zu. Und dann haben wir nochmal Call of the Grave und Gamma-Schwert. Bei Gamma-Schwert hätte ich mir echt den Arsch beißen können. Ich habe damals ein gutes Angebot bekommen, ein paar Gamma-Schwerter zu kaufen. Und zwar für 7 Euro das Stück. So viel ging da damals via Market. Und damals habe ich mir gedacht, nee, komm, die ist so billig, die kannst du von anders auch noch kaufen. Habe abgelehnt, das waren 7 oder 8 Stück. Was zur Folge hat, dass das hier mein einziges Gamma-Schwert ist, das ich habe. Ja, traurig, wirklich traurig für meine Verhältnisse. Ihr wisst ja, für die Neuen auf meinem Kanal, die es vielleicht noch nicht wissen, ich sammle jetzt seit 7 Jahren, ich habe 350.000 Karten ungefähr. Mittlerweile natürlich mehr, das ist Stand 2017. Und ja, da ist halt ein Exemplar, ein bisschen traurig. Aber was will man machen? Das war die erste Box, das war so eine Mischbox, ohne 9er-Sets. So wie ich sie normalerweise sammle, beziehungsweise ich sammle sie auch und das werden alles noch 9er-Sätze, aber aktuell habe ich halt nicht alle 9er eingebaut sozusagen in den Magnethalter. Das kommt jetzt erst noch. Die nächste Lieferung kommt nächste Woche. Da bestelle ich mir wieder 40 Stück und es wird großartig, wie der Held der Steine sagen würde. So, nächste Box. Was haben wir hier? Okay, wir haben hier eine Common Frog of Jam, Frog the Jam aus McDonald's Pack, geht in etwa 4 Euro. Geist des Pharao, First aus Ancient Sanctuary, da habe ich auch noch ein Display da, das machen wir vielleicht irgendwann mal auf. Aktuell habe ich es zur Zierde da, wir haben mal ein Opening von 4 Displays gehabt, das über eine Stunde ging und tatsächlich 25 Stunden zum Uploaden also tatsächlich gebraucht hat, was aber an YouTube lag, nicht an meiner Verbindung. Und ich habe sowieso jetzt seit einer Weile eine bessere Verbindung, seitdem wir Voice-over-IP umgestellt haben. Und da geht das sowieso viel schneller. Dann haben wir die Guardian Swings aus der Master Collection 2. Eine der coolsten Karten aus dem Set allerdings. Schlägt nichts Exodia Necros in Secret Rare aus der Master Collection 2. Die ist einfach ungeschlagen. Dann haben wir den Montage Dragon. Auch eine sehr coole Karte. Mega cool. Damals aus der Tinbox, die komplett an mir vorbeigegangen ist. Die sowieso released worden, als ich gerade meine Pause hatte. Und ja, was soll man sagen? Ich habe auch, ich habe auch lange Zeit, nachdem ich angefangen habe, nicht gewusst, dass diese Karte überhaupt existiert. Auch traurig. Ja, was haltet ihr denn eigentlich von dem neuen Duelist Pack, das rausgekommen ist? Ich kaufe mir vielleicht ein Display, wenn ich Glück habe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich tatsächlich anders rankomme, weil ich habe gerade momentan andere Geschäfte am Laufen. Voll schade eigentlich, hätte die Karten gern gehabt, aber ich komme schon noch dran. Dann haben wir Nummer 11, Großes Auge. In Ultimate Rare habe ich mal geschenkt bekommen. War eine Abo-Spende, sehr, sehr cool. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Dann. Genau, hier aus dem OCG, aus dem Originalset der Magier des dunklen Chaos oder dunkler Magier des Chaos. In Ultra Parallel Rare, gab es auch ein Ultimate Rare aus dem Set, sau teuer, habe ich insgesamt 7 oder 8 Mal, oder habe ich sie schon 9 Mal, ich bin mir gar nicht sicher. Kommt drauf an, wo man es kauft, man kann im schlimmsten Fall 55 Euro dafür bezahlen ungefähr, wenn man es gut erwischt, dann auch 30, ja, also das ist, schwankt sehr. Dann die Bestie von Talwar, First aus Pharaonic Guardian, glaube ich, oder? Ne, Pharaonic Guardian, was laber ich, PSV, was waren das nochmal? Oh, wie kann ich das vergessen? Das ist ein klassisches Set. Pharaoh's Servant, kann das sein? Oh, ich glaube schon. Ich bin damals mit der Serie aufgewachsen, mit den alten Sets und weiß nicht mehr, was PSV heißt. Das passiert mir jetzt auch das erste Mal. Naja. Dann haben wir Mechritter, Indigo Blaue Sonnenfinsternis. Das ist eine garantierte Super Rare aus Extreme Force gewesen. Und eine extrem schöne Karte. Also ich muss sagen, das ist eine unglaublich tolle Super Rare. Unglaublich schön Design, gefällt mir sehr, sehr gut. Einer der schönsten Mech-Ritter überhaupt. Wobei ich sagen muss, die zwei schönsten Mech-Ritter sind tatsächlich Cummins geworden, nämlich dieser grüne und dieser orange. Aber der ist bei mir tatsächlich an dritter Stelle. Also ich finde ihn unglaublich cool vom Design her. Sehr, sehr schön. Der ging auch mal einen ganz kurzen Moment, ich glaube einen Euro oder so. Aber es waren, glaube ich, bloß ein paar Tage, wenn mich nicht alles täuscht. So, dann haben wir Tsukuyomi. Castell. Der Himmelsprenger-Musketier ging ja damals 40 Euro, mittlerweile auch gesunken. Urteilsdrache aus dem Toropack 1, eine absolute Sammlerkarte, ein Ultimate Rare, sehr, sehr teuer, im höheren zweistelligen Bereich, glaube ich, angesiedelt. Auch sehr cool, kommt noch aus einer Zeit, wo der Rand nicht Ultimate Rare gedruckt worden ist. Das heißt, damals konnte man auch nicht gespoilert werden. Das ist heute etwas schwieriger, nicht gespoilert zu werden. Genau, nochmal hier den feierlichen Schlag. Also das sind halt alles hier noch zweimal Tsukuyomi. Das sind alles Ultimate Rares aus dem Astral Pack, aus dem OP und so.
habe ich diese ganzen Sonderkarten einfach mal alle eingehüllt. Oder was heißt alle, ein paar davon halt, weißes Loch zweimal noch. Oder weiße Fallgrube, wie sie jetzt heißt. Dann den Speerroboter, der auch mal sehr teuer war, ein Super Rare. Gaia-Drache, der Donnerangreifer, auch eine unglaublich coole Karte. Hat allerdings meiner Meinung nach zu viele Reprints bekommen in Ultra und Super Rare. Vor allen Dingen in Ultra Rare. Schade eigentlich. Schwächt natürlich auch die Karte im Original-Set. Und ja, klar, ich meine, ich glaube, viel wert ist die, abgesehen von der hier jetzt so, sowieso nicht. Aber hätte ja nicht sein müssen. Ne? So, nochmal Gaia. Nochmal feierlicher Schlag, Chain Destruction aus dem Tournament Pack 4, Horn of Heaven aus dem Tournament Pack 3, sieht unscheinbar aus, hat aber einen immensen Wert, also war relativ hoch, ich weiß nicht mehr genau wie hoch er war, aber ich weiß, dass das mich vom Hocker gehauen hat, als ich damals auf Market nachgesehen habe. Ich glaube, der war bei dieser Sammlung bei vom lieben Michael, wo nur Tournament Pack Karten dabei waren. Tournament Pack und Champion Pack war ein krasses Opening. Leider noch mit der anderen Kamera, die ziemlich schlecht war, also noch schlechter als die hier. Ich finde, die hier ist eigentlich ganz gut. Abgesehen davon, ich weiß nicht, ist euch das schon mal aufgefallen? Wenn ich einen sehr dunklen Hintergrund habe, dann habe ich so eine Art extremes Pixeln der schwarzen Stellen so. Und ich weiß nicht, ob das an meinen Ausgabegeräten liegt oder ob das tatsächlich einfach noch eine zu schlechte Qualität ist. Ich meine, ich werde mir sowieso nächstes Jahr mal so eine Kamera im Renebrain-Style gönnen. Aber das ist dann nächstes Jahr. Aber zur Übrigung geht die Kamera ja, denke ich mal. Dann haben wir hier Magischer Dorn. Und nochmal Chain Destruction. Und jetzt kommen wir wohl zur seltensten aus einem Booster zu ziehenden Karte überhaupt. Das ist nämlich der Harpien Flederwisch im alternativen Artwork aus dem Tournament Pack 8. Und falls ihr jetzt diese Delle da oben seht, das ist in der Hülle, nicht in der Karte. Also die Karte ist tatsächlich wie aus dem Ei gepellt, so wie eigentlich jede meiner Karten. Dann haben wir das Thun-Inhaltsverzeichnis und hier grinst uns nochmal ein Pulau Wintes Yang Xing an. Es liegt übrigens daran, dass ich nie mehr als eine von denen pro Einkauf einhülle, weil ich diese Karte so abscheulich finde, dass ich keine 9 Slots auf einmal für diese Karte weggeben möchte. Ich will die so peu à peu quasi einschleusen. Ich finde diese Karte, ich will sie mir gar nicht anschauen. Also ihr wisst, ich finde normalerweise jede Karte cool, aber es gibt so ein paar Karten, die mag ich einfach nicht. Und Pulau ist einfach eine von denen. Nee. Was haben wir hier? Dann haben wir hier Dark Sage, auch eine sehr, sehr coole Karte. Dann haben wir, oh ja, den Menschenfresserkäfer. Da habe ich auch noch ganz, ganz viele irgendwo in der TIN, auch als Erstauflage, die ist jetzt unlimitiert. Ich habe das ganze LOB-Set, ich glaube, dreimal als First. Also auf Deutsch und dann noch einmal Englisch, glaube ich. Und der Rest ist halt bei mir unlimitiert, aber es ist halt auch relativ schwierig, an diese ganzen First ranzukommen von LOB. Ich glaube, aus LOB die Karten, die Erstauflagen, zumindest einige davon, wie zum Beispiel Blue Eyes White Dragon oder Exodia, sind die einzigen Karten, die wirklich astronomische Preise aus Hauptsets erzielt haben. Also mit astronomisch meine ich so über 150 Euro oder sowas. Und es gibt ja noch ein paar Ausnahmen, wie ich glaube Jinzo, der 109 oder so ging. Aber die meisten sehr teuren Secrets aus Hauptsets in First gehen so 70, 80 Euro. Ne? Also da sind so Karten aus solchen Sets teilweise schon wesentlich, wesentlich höher. Und hier haben wir nochmal ein Thun-Inhaltsverzeichnis. So, ich würde sagen, ich habe auch relativ viel geredet. Wir machen jetzt noch eine kleine Box. Ich habe hier eine angefangene, die ist nicht ganz voll. Und da sind auch einige Neuner-Sets drin. Und dann schließen wir für heute. Ich denke mal, wir haben ein bisschen was gesehen, haben ein bisschen quatschen können. Und ja, jetzt muss ich bloß mal ganz kurz gucken, welche dieser Boxen denn diese angebrochene war. Ah, da haben wir sie schon. So, ihr seht, die hier ist angefangen. Und ja, da habe ich jetzt tatsächlich wieder 9er-Sets drin. Da habe ich nämlich den schwarzen Hochmagier. Okay, den haben wir jetzt hier gerade einmal, aber das ist auch ein 9er-Set. Den Chaos-Imperator-Drachen, den haben wir jetzt ja in letzter Zeit des Öfteren gesehen. Hier sehen wir ihn jetzt wohl das letzte Mal, denn wenn die einmal in diesen Höhlen drin sind, werden sie dann nicht mehr rausgeholt. Das bedeutet auch für irgendwelche Binder-Scheißdreck-Irgendwas-Videos, werden die auch nicht mehr rangeholt. Ich habe halt noch die Ultra-Rares, die Altis habe ich auch noch nicht in den Dingern drin und die Millennium-Super-Rares auch nicht. Die werden aber bald folgen. Ich denke mal, nächste Woche kommen die Ultra-Rares noch in die unter Dach und Fach und dann im nächsten Monat auch die Ultis und die Super-Millennium-Rares.
Und der schwarze Homemaker hier auch, die Super Rare aus The Dark Illusion, ist ein sehr, sehr schönes Artwork, das tatsächlich einer Xyz-Abwandlung des dunklen Magiers in Anführungszeichen, sage ich mal, gerecht wird. Gefällt mir sehr, sehr gut die Karte. Noch besser gefällt mir die Ultra Rare. Das war, glaube ich, irgendeine Promo oder so. Und ja, das soll es gewesen sein an der Stelle für heute mit dieser Sendung. Mit dieser Folge Sammelkartencheck. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und vergesst nicht, Leute, ich weiß nicht, ob ich es am Anfang des Videos schon gesagt habe, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meinem Instagram-Account. Dort poste ich jeden Tag einige Sachen aus meiner Sammlung, also wesentlich mehr, als ihr jetzt gesehen habt. Da sind auch schon über 200 Beiträge drin, das heißt, ihr habt ein bisschen was zu gucken. Ziemlich viele Dinge, die ihr schon mal gesehen habt. Mein ganzer DDS-Krempel, natürlich nicht alles. Ein paar Preiskarten, aber nur die Super Rare Replikas, wisst ihr ja. Aber natürlich auch Sachen, die ihr noch nie gesehen habt, die ich noch nie in einem Video oder so gezeigt habe. Denn ich habe tatsächlich, auch aufgrund der Tatsache, dass ich einige Sachen immer mal so ein bisschen wiederholen, habe ich noch nie wirklich so alles gezeigt, was ich da habe. So, ich habe noch nie wirklich die Hosen heruntergelassen, wenn man so möchte. Das tue ich auf Instagram schon ein bisschen eher. So, das soll es gewesen sein. Es war mir eine Freude. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.